Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Alice 17 auf der nordfriesischen Marsch Vierfachmap ohne Gräben in der Version 1.2. Was soll ich sagen? Wir haben Samstag Nachmittag und ja, die Folge, die ihr jetzt seht, hat mit der Folge von heute Morgen nicht wirklich viel zu tun. Das Problem ist, bis heute Morgen die Folge, es war eine Aufnahmesession. Und ich habe dann eine neue Aufnahmesession gestartet, habe irgendwie 5 Folgen aufgenommen, habe dann im Nachhinein festgestellt, dass die Bildqualität überhaupt nicht ging, musste diese 5 Folgen dann alle verwerfen, konnte natürlich auch vom Spielstand nicht zurückgehen, weil ich zwischendurch immer fleißig gespeichert habe. Und das Resultat von der ganzen Nummer ist aber, dass ich also eine neue Session starten musste. Das habe ich auch gemacht. Und in dieser neuen Session, nachdem ich wiederum 5 Folgen aufgenommen habe, musste ich dann feststellen, dass kein Ton mit aufgenommen wurde. Ich weiß nicht, warum das alles so passiert ist. Auf jeden Fall habe ich in der Folge heute Morgen, das war ja die erste Folge auf der Vierfach-Map, ja, da haben wir angefangen zu ernten. Und jetzt sind wir im Prinzip fertig mit der Ernte und ihr habt nichts von der Ernte gesehen. Gut, einige werden jetzt vielleicht sagen, ja, boah, toll, Ernte ist eh langweilig. Ihr habt nichts von dem gut laufenden Cosplay-System auf Feld 1, Feld 2 und Feld 20 mitgekriegt. Ihr habt allerdings auch nichts von dem Chaos auf Feld 4 mitgekriegt. Ihr habt auch nicht mitgekriegt, dass ich mir ein Maisgebiss hier für den Lexion gekauft habe, damit ich Sonnenblumen ernten kann. Wir haben also Sonnenblumen geerntet, wir haben Raps geerntet, wir haben Gerste geerntet, alles Mögliche. Und ihr kriegt da nichts von mit. Das, ja, war jetzt nicht so geplant, hat sich aber dann irgendwann so ergeben. Tut mir leid, kann ich aber leider jetzt nicht ändern, nicht rückgängig machen. Und deshalb müsst ihr jetzt einfach damit vorlieb nehmen. Wir holen jetzt erstmal unsere Erntefahrzeuge zurück. Wir haben noch ein Erntegespann noch bei Feld 12 stehen, ein Roggenfeld. Das lassen wir da auch erstmal noch stehen, bis das Feld soweit zu 100% erntereif ist. Dann hole ich das ab, dann ernten wir das Feld. Was wir aber jetzt machen, erstmal die ganzen Erntefahrzeuge zurück, sauber machen. Und dann fangen wir auch schon an mit der Aussaat auf den Feldern. So, ich nehme hier auch gleich mal das Schneidwerk mit. Das habe ich ja hier stehen gelassen, weil ich ja gucken, was er jetzt macht. Nicht, dass uns jetzt gleich der Traktor hinten reinfährt. Ja, wir fahren mal hier so einen kleinen Umweg, einfach damit das vernünftig funktioniert mit dem. Was ist denn jetzt mit dem Anhänger los? Mit dem Schneidwerkswagen. Der hat doch weich hier. Unglaublich. Naja, wie dem auch sei, wir räumen erstmal auf. Sehen zu, dass wir die Aussaat in Gang kriegen. Hier erstmal Feld 1. Und ja, alles, was so dazugehört. Ja, genau, Sojabohnen habe ich auch geerntet. Ja, das haben wir dann alles verkauft direkt an die Raiffeisen. Da haben wir ganz gutes Geld für gekriegt. Das aus. So. Den stellen wir mal hier ab. Den können wir dann gleich sauber machen. Den anderen stellen wir daneben. Den können wir auch sauber machen. Raus.
getankt werden bei der Gelegenheit. Oh, der geht ja schnell sauber zu machen. Das ist ja unglaublich. So, ein Schneidwerk. Kargos, können wir auch schön waschi-waschi machen. Mich ärgert das total mit den Aufnahmen, aber es nützt nichts. Es nützt nichts. Wir haben so viel gemacht. Ich habe auch einiges, hatte ich tatsächlich auch gemacht, ohne in der Aufnahmesession zu sein. Aber, naja. Ich kann es jetzt leider nicht ändern. Wir müssen da jetzt einfach mit leben. Sieht auch schön aus. Jetzt das am härtesten zu reinigende Teil. Das ist auch unglaublich, ne? Dass diese Frontgewichte echt so schwierig zu reinigen sind. So, und das Maisgebiss. Ist ja auch noch. Ja, das hat kaum Dreck abgekriegt. Entschuldigung. Ja, gucken wir mal. Ja, schön. So, weg damit. Jetzt die Cargos wegbringen und dann gleich eine Seemaschine anhängen und aufs Feld zum Aussehen. Was mache ich denn heute hier? Ey? Na bitte. Das läuft doch wie ein Länderspiel. Ich sehe dann gleich mal zu, dass ich hier die nächste Seemaschine raufkriege. Eine von den beiden großen Amazonen. Können wir nochmal eben auffüllen. Bevor wir aufs Feld rausfahren. Müssen auch noch Stroh sammeln. Was so viel zu tun. Also eigentlich haben wir gar keine Zeit. Ja, so. Haben wir denn tatsächlich auch schon. Ja, wir haben auch Saatgut. Das heißt, ich kann hier auch Saatgut auffüllen, das ist ja schön.
So, aufgefüllt. Müssen wir uns nur noch aussuchen, was wir denn... Womit ändere ich jetzt noch gleich die Saat? Na, mit der 10. Nein, nicht ausklappen. Weizen wollte ich doch. Weizen, so. Wir machen Weizen. Oh, ich kann ja hier rüberfahren, das ist... Oh, ich brauche auch gar nicht darüber fahren. Gut. So, vielleicht sollten wir mal einen Kurs berechnen. So. Und auf geht's. Ab geht er, der Peter. Ja, wunderbar. Weizen. Okay. So. Die beiden stehen bei Feld 4. Die können wir später zurückholen. Den können wir auch später mal fahren. Wir sind hier an der Dingensfabrik. Ja, an der Spinnerei, an der Weberei meine ich. Werden Stoffrollen gemacht. Ja, der dürfte auch bald voll sein. Den haben wir hier mal zwischengeparkt, weil er sonst nur im Weg steht. Ja, alles gut, alles gut. Die holen wir später. Den suchte ich jetzt. Jetzt gerade der einzige Trecker, der noch am Hof steht, deshalb nehme ich den jetzt. Den benutzen wir auch viel zu wenig. Ich meine, der ist auch riesig, ne? Das ist schon geil. Also ich möchte wohl mal in echt fahren. Mal gucken. So, wir pflanzen jetzt mal wieder Zuckerrüben. Beziehungsweise... Ja... Vielleicht pflanze ich da oben auch noch ein bisschen was anderes. Mal gucken. Da oben gibt es auch Abfahrkurse, um Raps abzufahren. Wobei ich habe schon relativ viel Raps, glaube ich, in der Dieselproduktion. Nee, stimmt gar nicht. Habe ich gar nicht. Dieselproduktion ist leer mit Raps. Da sind noch irgendwie 100.000 Liter Diesel, aber es ist kein Raps mehr da. Das heißt, ich werde da oben jetzt gleich erstmal Raps ernten, Raps sehen und Zuckerrüben. Raps ist noch... Ah, ich habe die nicht aufgetankt. Naja. Idiot.
sind wir auf Feld 7. Das floppt doch sonst. Nein, es floppt nicht. Da ist keine Kollision mehr drin. Ich werde weich. Ist ja schön. Da war da früher Kollision drin. So, da machen wir Raps. Können wir jetzt die anderen Maschinen zurückholen, ne? Ja, ich habe einen Hakenlift-LKW gekauft. Und bin ich jetzt mal interessiert. Ich habe natürlich nicht nur den LKW gekauft, ich habe auch die passenden Plattformen dafür gekauft. Und zwar hier für meine Gemüsefraktion. Und die habe ich ein bisschen umgebaut im Editor. Das muss ich mir dann nachher mal angucken. Bei der hier kann ich das gleich mal ausprobieren. Weil eigentlich passen hier nur 8 Paletten drauf. Wie ihr seht, eigentlich ist die jetzt voll. Und mir war auch der Trigger fast, doch, ist voll. Ja, da ist die 8. Und der Trigger war mir zu klein. Jetzt habe ich mal versucht, mit meinem bescheidenen Wissen, den Trigger größer zu machen und auch eine zweite Reihe Paletten da drauf zu setzen. Mal gucken, ob das funktioniert hat. Die Straße hier geht mir ja so ein bisschen auf den Keks, ne? Man konnte hier früher auch mal eben was stehen lassen und so. Das kannst jetzt alles knicken. So. Jetzt wollen wir mal schauen. Okay, geht noch nicht. Abgeladen, das geht. Arbeitsmodus einschalten. Also. Ja, kann ich jetzt gar nicht nachvollziehen. Da muss ich dann nur noch mal an die Beschreibung ran. Aber ich meine, dass auf jeden Fall der Trigger schon größer geworden ist. Ja, ich weiß auch, wo drin es liegt, glaube ich. Ja, gut. Ich lerne ja noch. Kann man ja nicht anders sagen. So. Das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das Feld müssen wir auch gleich ernten. Mal eben gucken, wie weit das ist. Prozent, ja, haben wir noch ein bisschen Zeit. Ja, wunderbar. Der arbeitet. Wir fahren jetzt wieder mit einer großen Kolonne hier zurück zum Hof. Schön im Follow-Me-Modus.
Und hier muss ich dann gleich einen Schwader und einen Ladewagen hinschicken. Das heißt, erst ein Schwader, der mir das alles schwadet, schwät, schwadieren tut, wie auch immer. Ah, gut. Muss ich da wohl mal eben ein bisschen nachhelfen. Wunderbar. Konvoi steht. Wir fahren zurück zum Hof. Und wie wir da hinfahren und wie wir da ankommen, das seht ihr in der nächsten Folge. Let's Play LS17. Toll, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst einen Kommentar, hinterlasst ein Like. Oder, ja, abonniert mich. Und es würde mich sehr freuen. Und noch mehr freuen würde es mich, wenn ihr morgen wieder einschaltet bei der nächsten Folge. In diesem Sinne, sag ich mal, ciao!